Also, willkommen zum letzten Block. Und zwar möchte ich Ihnen eine Live-Präsentation, eine Live-Projektierung zeigen von einer Steuerung mit den entsprechenden IO-Link-Mastern und den IO-Link-Devices. Mein Name ist Christian Vierthaler von Siemens. Das meiste, was ich zeigen werde, haben Sie heute sicher in der Theorie schon gehört, jetzt eben noch eben live gezeigt. Na, einschalten hilft, ja. Was zeigen wir? Wir zeigen zuerst eine Basisprojektierung, das heißt ohne Port Configuration Tool, dann eine vollständige Parametrierung und zum Schluss zur vollständigen noch die lokale Device-Parametrierung und dann noch kommt ein kurzer Vergleich von den drei und wo die Unterschiede sind und wann ich was einsetzen kann. Die Hardware, die ich hier aufgebaut habe, sehen Sie eben jetzt hier, steht es auf dem Tisch. Ist aber nicht so wichtig zu sehen, weil es meistens zeige ich nachher im Step 7. Ich habe einmal eine Simatic-Steuerung in Bauform von einer ETSO-SP. Dann hängt da dran über einen IO-Link-Master, der in der Baugruppe gesteckt ist mit vier Ports, hängen zwei IO-Link-Sensoren oder zwei IO-Link-Devices dran. Einmal ein Bauma Lichttaster und eine Siemens Sirius Act Lichtsäule, also so eine Leuchtsäule hier, die da steckt, die werden wir auch zum Leben erwecken. Dann hängt an dem Profinet, was an der Steuerung angeschlossen ist, noch eine dezentrale Peripherie, Ethisman EcoPN, Bauform IP6567, so ein Metallklotz hier. Das ist auch ein IO-Link-Master mit 8 Ports und daran hängen wieder zwei Devices. Einmal so ein reines Ein-Ausgabemodul, digitale Signale und noch ein RFID-Sensor, der hier an der Seite angebaut ist. Also das ist der Hardwareaufbau und den wollen wir jetzt zum Leben erwecken, damit Sie nicht allzu viel da beim Klicken zuschauen müssen, habe ich schon mal die Grundhardware-Konfiguration vorbereitet und die Ergänzungen, die notwendig sind, werde ich aber noch live zeigen. Machen wir zuerst mal die Basisprojektierung und bei der Basisprojektierung eben nehme ich diese Ethisman EcoPN IP6567 Peripherie und ich werde da jetzt eben die beiden Module dranhängen, einmal das reine Ein-Ausgabemodul und den RFID-Sensor. Und ich werde dazu eben kein Port Configuration Tool verwenden. Das heißt, ich werde die Sensoren oder die Devices so verwenden, wie sie vom Hersteller geliefert werden oder so, wie ich sie zuvor schon mal parametriert hatte und sie eben jetzt ihre Daten für sich abgespeichert hatten. Dazu muss ich wissen, wie viel bei Eingangs- und Ausgangsdaten die einzelnen Geräte liefern. Das sehen Sie hier eben an diesem Port 1 hängt diese Ethisman AL, wo ich dann reine digitale Sensoren anschließen kann oder Aktoren. Da habe ich ein Byte Eingänge, ein Byte Ausgänge und bei meinem RFID-Reader habe ich 32 Byte Eingänge und 32 Byte Ausgänge. Das muss ich einfach wissen für die Projektierung. Was ich dann machen werde, ich werde eben im Step 7, habe ich die Hardware-Konfiguration schon angelegt, habe die Steuerung, ich habe die dezentrale Peripherie im Profinet, dieses EcoPN-Gerät und muss jetzt eben noch die entsprechenden, also das habe ich hier aus der Hardware-Konfiguration genommen, habe es da eingefügt. Und muss jetzt entsprechend noch die IO-Link-Devices dranhängen. Und wenn ich jetzt nicht Siemens-Device dranhängen wollte, klar, dann finden Sie es nicht originär im Siemens-Hardware-Katalog, dann muss man es entsprechend über so eine GSDML-Datei halt dann einbinden. Dann kann man natürlich auch einen Fremdmaster an die Siemens-Steuerung dranhängen. Und jetzt muss ich noch die einzelnen Ports einstellen. Also ich muss prinzipiell eben sagen, für den Port habe ich eben dann zum Beispiel 32 Byte Eingänge, 32 Byte Ausgänge und ich muss dann als nächstes auch noch definieren, dass ich eben nicht das Port Configuration Tool nutze. Das sehen Sie hier, Autostart ohne Simatic Port Configuration Tool. Und damit läuft eben dann der Master an und übernimmt einfach diese Ein-Ausgangsdaten von dem Device, was angeschlossen ist, ohne dass ich eben jetzt noch projektieren kann, wie sich das Device genau verhält. Er liest einfach dann in meinem Fall hier die RFID-Daten ein oder gibt eben die digitalen Ein-Ausgänge hier ein und aus. Und das zeige ich jetzt mal kurz live, wie es funktioniert. Im Prinzip das, was Sie jetzt auf den Folien gesehen haben. Das heißt, hier habe ich meine Hardware-Konfiguration. Die habe ich schon vorbereitet. Ich gehe jetzt hier auf dieses Ethisman EcoPN-Modul. Ah, oh. Das ist jetzt ein. Das sehe ich es nicht mehr. Muss man Bildschirm duplizieren irgendwie. Ja. Okay, bei den Folien war es kein Problem. Zeigeneinstellungen.
Jetzt sehen Sie auch was. Okay, super. Gut. Also. Ich bin hier auf diesem Modul und habe jetzt eben das schon eingefügt. Und jetzt muss ich noch die entsprechenden, also die Ports, man sieht jetzt hier bei den Ports, die sind alle enabled hier, aber sie sind momentan einfach noch auf Digitaleingang eingestellt. Und jetzt muss ich hier sagen, ich möchte auf meinem Port 1, muss ich gerade nochmal schauen, auf meinem Port 1 hatte ich eben mein ETS1AL-Modul mit einem Byte Eingang und einem Byte Ausgang plus eben diese Port Qualifier Identification und ich sage Autostart ohne E7 Port Configuration Tool. Und das gleiche mache ich dann auch für den Port 3 und beim Port 3 ebenfalls einen 3232, ebenfalls ohne das Port Configuration Tool. Und was man jetzt hier machen könnte, das sehen Sie auch hier unten noch, ich könnte jetzt sagen, ich mache also das aktiv ausgewählt ist IO-Link Autostart oder ich könnte IO-Link manuell und wenn ich das auswähle, dann könnte ich hier noch die IODD-Datei importieren. Das heißt, ich arbeite immer noch ohne das SIMATIC Auto, also Port Configuration Tool. Ich kann also keine Parameter einstellen, aber ich könnte der Steuerung sagen, was für einen Device ich hier erwarte. Nicht nur ein beliebiges mit 32 Byte Eingängen, 32 Byte Ausgängen, sondern eben von einem spezifischen Hersteller, um dann entsprechend auch beim Device-Tausch eben zu sagen, okay, akzeptiert nur genau dieses Gerät und nicht ein beliebiges. So wie ich es jetzt eingestellt habe, eben da übernimmt da im Prinzip, ist ihm eigentlich egal, was dranhängt. Er liest einfach 32 Byte Eingänge und schreibt die Ausgänge, was damit passiert, ist eigentlich erstmal der Steuerung wurscht. So. Ich nehme das hier, übersetze das und lade es mal runter. Und ich hoffe natürlich, dass immer alles funktioniert. So, jetzt habe ich das runtergeladen und jetzt können wir mal schauen, ob sich da was tut. Und zwar habe ich jetzt hier eine Beobachtungstabelle schon mal vorbereitet. Das wäre diese hier, glaube ich, genau. Und zwar kann ich das ein bisschen zoomen hier oben noch. Ich habe hier im Prinzip auf die Ein-Ausgangsdaten, die das Modul hat, habe ich jetzt einfach mal eine Beobachtungstabelle drangelegt. Jetzt nehme ich so einen RFID-Tag und halte ihn dagegen. Und wenn alles funktioniert, dann sollte man jetzt hier irgendwelche Werte lesen können. Genau, Sie haben gesehen, da oben, das ändert sich jetzt hier. Ich nehme ihn wieder weg, dann bin ich bei 0. Ich halte ihn dran. Sehen Sie die Werte und wenn ich einen anderen Tag dagegen halte, dann liest er entsprechend die anderen Tag-Informationen aus. Also im Prinzip habe ich jetzt nichts anderes gemacht, wie gesagt, lies auf dieser Schnittstelle 32 Byte und das macht er jetzt, ohne dass ich irgendwas parametrieren muss. Und genauso könnte ich natürlich jetzt hier irgendwelche Werte ein- und ausgeben, aber das ist wirklich der einfachste Fall und der nutzt natürlich überhaupt nicht die ganzen Möglichkeiten, die ich mit IO-Link habe. Deswegen machen wir jetzt im zweiten Schritt die vollständige Projektierung. Das Ergebnis einfach, der IO-Link Master läuft an und eben es gibt keine Überprüfung rein, ob der Datenbereich passt, die 32 Byte Eingänge, Ausgänge, aber was da genau übertragen wird, das ist vollkommen egal. So, jetzt machen wir die vollständige Parametrierung. Bei der vollständigen Parametrierung, da nehme ich jetzt meinen IO-Link Master, der in der Steuerung direkt steckt. Ich habe diese Leuchtsäule dran, ich habe den Bauma-Sensor. Und was ich mache im Prinzip auch wieder die Hardware-Konfiguration. Ich nehme das Modul aus meinem Hardware-Konfigurationskatalog, stecke das da rein und muss es jetzt entsprechend noch parametrieren. Und jetzt öffne ich direkt daraus eben aus dem Step 7 öffne ich das Port Configuration Tool. Das ist eine eigene Software, die man noch standalone nutzen könnte. Wenn ich es eben aus dem Step 7 öffne, dann sieht das eigentlich so aus, als wäre das Teil der Step 7-Umgebung. Und hier habe ich jetzt die einzelnen Ports und die einzelnen Ports muss ich jetzt bestücken mit den IO-Link Devices. Ich nehme auch wieder aus einem Katalog, wo diese ganzen Siemens-Geräte per Default drin sind, kann ich welche rausnehmen. Und wenn ich Fremdgeräte einsetzen möchte, dann muss ich die natürlich erstmal in dem Katalog integrieren. Das mache ich über diese IODD-Datei, die ich eben zum Beispiel über den IODD-Finder runterladen kann und hier dann importieren kann. Und danach habe ich die hier drin und kann die dann auch installieren.
Das mache ich auf dem Master. Also im Master definiere ich, welche Geräte hängen an welchem Port. Ich kann auch da oben diese verschiedenen Einstellungen, zeige ich nachher nochmal typkompatibel, Backup, Restore und so weiter machen. Und was ich als nächstes mache, ich muss jetzt eben in das einzelne Device reingehen und kann dort dann die ganzen Parameter mir anschauen und sie ändern und das Gerät parametrieren. Dann lade ich alles runter und am Schluss läuft eben das Device entsprechend an. Das zeige ich jetzt auch live. Gehe wieder in mein Step 7 Tier-Portal. Gehe jetzt hier, das muss ich mal Verbindung trennen. Ah, wieder. Okay. Wieso das? Okay. Also jetzt ist aber auf Duplizieren. PowerPoint schließen. Ja, das PowerPoint ist jetzt auch. Keine Ahnung. Jetzt hat das wieder. Gut. So, also dann gehe ich so, wir haben jetzt hier die entsprechende Steuerung, haben hier schon das Modul drin, also ich könnte das hier jetzt rauslöschen und muss es eben hier aus meinem Hardware-Katalog einfügen. Ja. Da haben wir einen IO-Link Master, haben das Modul und das ziehe ich hier rein. Jetzt haben wir es hier eingefügt, jetzt müssen wir hier im Prinzip einfach mal die Eigenschaften anschauen bezüglich der Daten. Ich weiß eben, dass ich sehr wenig Daten brauche. Das heißt, ich habe im Prinzip bei der Leuchtsäule hier habe ich nur wenige Bytes und bei dem Baumer-Sensor habe ich auch wenige Byte. Ich weiß, hier reicht mir eine Schnittstelle mit 4 Byte Eingängen, 4 Byte Ausgängen. Ich setze jetzt eben nicht dieses Konfiguration ohne Step 7 Port Configuration Tool, weil das möchte ich ja genau nutzen. So, und dann schaue ich noch, dass die Ein-Ausgangsdaten eben stimmen auf den Adressen, die ich sie haben möchte. Und dann sehen wir hier, dass momentan das Modul, wo haben wir es denn? Das hier, genau, das hat jetzt die Adressen eben irgendwo hingelegt, wo ich es nicht haben möchte. Ich möchte eben, dass es bei 0 anfängt und auch bei 0. Das ist eine gute Frage jetzt hier. Ich lasse es mal so, mal gucken, was passiert. Sonst muss ich nachher noch mal kurz ändern. So, also das soll bei 0 anfangen. Und jetzt öffne ich das Port Configuration Tool. Das geht hier über rechte Mausklick, Tool starten. Jetzt öffnet sich dieses Port Configuration Tool und jetzt sehen wir eben hier, momentan ist es noch leer. Das heißt, ich habe noch keine Devices mit verbunden. Auf der linken Seite sehen wir einen Baum. Da sehen wir jetzt hier die entsprechenden Master, die ich in meinem Projekt habe. Das wäre einmal das Modul hier, wo ich jetzt gerade dran bin. Und dann hatten wir auch noch den IO-Link Master mit den 8 Ports. Da sehen wir auch hier momentan das entsprechende Modul. Aber ich bin jetzt bei diesem hier, möchte hier die entsprechenden Module verbinden. Und auf meinem Port 1 habe ich eben den Baumer-Sensor. Das heißt, den könnte ich jetzt hier rausnehmen. Dann weiß ich, dass ich ihn hier finde. Wenn ich ihn nicht da schon drin hätte, dann könnte ich ihn über die IO-Link Device Description importieren. Das zeige ich nachher auch gleich noch. Ich setze ihn jetzt einfach mal hier rein. Und auf der zweiten Schnittstelle habe ich eben eine Leuchtsäule von Siemens. Das ist Siemens, dann die Siemens Act-Module, Signalsäulen, da habe ich es doch hier. Genau, und dann die IO-Link Leuchtsäule, ne, die hier, das ist die mit 15 Segmenten, die habe ich auf der Schnittstelle 2. Wenn ich jetzt eben ein Modul noch nicht hätte, das hat man vorher auch schon gesehen, dann kann ich hier oben unter Extras IODD importieren. Da
Dann kann ich direkt hier in den IoT-Finder gehen und dann macht er mir hier entsprechend die Seite auf. Und jetzt wüsste ich eben, diese Baumer-Sensor, der hat eine bestimmte Seriennummer oder Bestellnummer 11112579. Und dann bekomme ich direkt hier den Sensor angezeigt und könnte jetzt herunterladen. Das hat man vorhin auch schon gesehen, die im letzten Vortrag waren, wurde es auch schon mal gezeigt. Ich zeige es für die noch nicht hier waren im letzten Vortrag. Eben dann könnte ich hier auch über den IoT-Viewer mir hier die ganzen Informationen anschauen. Also ich kann mir die Parameter anschauen, was der hier hat und so weiter. Also das ist wirklich ein super Tool und damit kann ich im Prinzip jede beliebige IoT-Device in das Simatic Port Configuration Tool reinbekommen. Gehen wir wieder her zurück, also ich habe es ja schon importiert. So, und jetzt muss ich, hier sehe ich erstmal, was sehe ich noch hier? Ich sehe einmal, dass jetzt die beiden Kanäle auf IO-Link projektiert wurden. Vorher waren sie eben deaktiviert. Dann sehe ich die IO-Link-Version von der IoDD-Datei, die ich da reingeladen habe, ist die Version 1.1. Dann sieht man hier noch die Prüfschärfe, typkompatibel oder keine Prüfung. Das heißt, wenn ich typkompatibel habe, dann erlaubt er mir beim Austausch nur genau dieses gleiche IO-Link-Device, ansonsten ein beliebiges. Und hinten habe ich noch die Möglichkeiten der Backup und Restore oder No Restore. Das bestimmt eben, was mit den Parametern passiert, die ich hier projektiere. Ob sie eben in meinem, also beim Backup werden sie im Prinzip im Master abgespeichert. Wenn ich jetzt ein Device wieder anschließe, dann werden sie auch wieder aufs neue Device, dann wird es auch wieder aufs neue Device übertragen. Also das gibt einfach an, wie bei einem Gerätetausch, wie die Daten behandelt werden. Und sie werden eben im Master ja abgespeichert. Wenn ich den Master tausche, dann ist eben die Frage, das sind sie auch wieder weg. Ich habe aber die Möglichkeit, über Bausteine die Daten aus dem Master auszulesen, zum Beispiel jetzt in einem Datenbaustein in der Simatic-Steuerung zu speichern und beim Tausch eines Masters wieder auf den Master zurückzuspielen und auf die entsprechenden angeschlossenen Devices, falls notwendig. Und jetzt gehen wir eben noch rein in die entsprechenden Devices. Ich fange mal an mit der Leuchtsäule. Und ich gehe hier auf die Leuchtsäule und muss dann eben hier auf die, das mache ich hier, auf der linken Seite in dem Baum, sieht es ein bisschen größer hier, das sieht man ja die einzelnen Geräte, da gehe ich jetzt auf die Leuchtsäule drauf und jetzt sehe ich entsprechend hier die Identifikationsdaten, dann sehe ich die Parameter und da sieht man auch schon, wie viele Parameter allein diese Leuchtsäule hat. Sie hat für jedes Segment, hat 15 Segmente und jedes Segment kann ich definieren, welche Farbe es sein soll. Ist es ein statisches Licht oder blinkt es oder dreht es oder mit welcher Frequenz blinkt es und so weiter. Und eben, ich könnte hier zum Beispiel auch den Strom erhöhen. Jeder Default Master liefert 200 mA. Wenn ich einen habe, der mehr hat, dann kann ich hier sagen, er akzeptiert auch mehr, dann leuchtet es entsprechend heller und die Sirene ist halt noch lauter. Also ein IO-Link-Device hat eben sehr viele Parameter, die ich lesen oder schreiben kann. Und für den zyklischen Prozessdatenaustausch brauche ich ja nachher nur die 15 Bit, die eben dann die entsprechenden eben Signale ausgeben, welches Element leuchten soll. So, jetzt mache ich hier die entsprechenden Einstellungen. Ich sage Autoscale-Modus ist okay. 5 Elemente habe ich und jetzt noch bei den Farben, da könnte ich zum Beispiel jetzt hier die Farben ändern. Könnte ich sagen, hier momentan ist Dauerlicht weiß. Ich könnte das untere jetzt mal auf zum Beispiel Türkis setzen. Und dann sehen Sie auch gleich, dass hier so ein Element zu sehen ist. Das heißt, ich habe die Default-Parameter geändert, dieses Symbol. Und wenn ich das Ganze jetzt runterschreibe, dann baut er eine Verbindung entsprechend auf und über meine Verbindung zu meinem Master und vom Master über das Profinet auf die entsprechende IO-Link Leitung auf das Device und lädt die Parameter auf den Master und auf das Device runter. So, beide mal erfolgreich. Master und Device wurden erfolgreich geladen. Und jetzt kann ich das Device-Tool wieder schließen. Ich sage, ja, ich möchte speichern, was ich da projektiert habe. So, und jetzt möchte ich auch gucken, ob das funktioniert. Und zwar gehe ich jetzt auch wieder auf eine Tabelle, die ich hier schon mal erzeugt habe. Genau. Und dann habe ich hier, ich muss da auch wieder online gehen. Jetzt habe ich hier die entsprechenden Segmente vorbereitet. Das sind die Ausgangsbits, also Bit 1, also
Byte 1 und bei Bit 0, 1, 2, 3, 4, das sind die fünf Segmente, die ich hier anzeigen möchte. Und wenn ich das jetzt ansteuere, dann sehe ich jawohl eben momentan mit dem Autoscale-Modus, ich habe jetzt nur einen Wert eben, den Rot hier, ich kann den zweiten setzen und den auch ansteuern. Na. Aus irgendeinem Grund macht er das jetzt nicht. Aha, das macht er deswegen nicht. 0. Ah, ich weiß was. Das ist das hier. So, jetzt haben wir eben hier 1. Genau, jetzt funktioniert das so, wie ich möchte. Jetzt kann ich hier die entsprechenden Farben anzeigen, einfach indem ich diese Ausgangsbit setze. Ich könnte jetzt zum Beispiel auch eben die Signalsäule, die hat auch die Möglichkeit, einen Füllstand anzuzeigen. Und wenn ich den Füllstand anzeigen möchte, dann will ich jetzt nicht jedes Element einzeln anzeigen, ansteuern. Dann gehe ich wieder in meinen IoTG, in mein Port Configuration Tool rein, zum Beispiel. Ups, abbrechen. Meine Online-Verbindung trennen. Ich gehe wieder rein in meine Hardware. Ich öffne das Port Configuration Tool nochmal. Gehe wieder auf mein entsprechendes Device, auf die Parameter und sage, ich möchte nicht den Autoscale-Modus haben, sondern einen Füllstandsmodus. Muss das wieder runterladen. Also im Prinzip, die Leuchte hat verschiedene Betriebsmodi. Die eine ist eben, dass ich jedes Segment über einen Ausgangsbit in der Steuerung ansteuere, dann wird das entsprechend eingeschaltet oder ausgeschaltet und jetzt habe ich eben gewählt diesen Füllstand und dann habe ich einfach ein Byte, der dann den Wert 0 bis 100 hier im Prinzip als Füllstandsanzeige angezeigt. Das könnte ich natürlich selber ausprogrammieren, dass ich einfach sage, wenn ich 45 habe, dann möchte ich halt so und so viele Anzeigen einschalten. Das nimmt einem jetzt einfach das Gerät ab, wenn ich sage, ich möchte es als Füllstandsanzeige nutzen. Jetzt habe ich es runtergeladen, gehe hier wieder raus. Eben, das geht leider eben immer nur entweder oder. Ich muss es immer wieder verlassen, das Port Configuration Tool, um eben in meiner Step 7 Umgebung arbeiten zu können. So, und wenn ich jetzt hier wieder in diese Beobachtungstabelle reingehe, dann sage ich, ich möchte jetzt hier den Füllstand anzeigen. Das mache ich hier oben mal schnell. Also dann gebe ich hier einfach die zum Beispiel 80 ein oder 42. So. Und muss die anderen hier auswählen, sonst und gebe das jetzt aus. Erst noch natürlich online gehen. So, und jetzt sind wir bei 40% zum Beispiel. Jetzt sage ich, ich möchte gern 100% ausgeben. Dann gibt er mir 100% oder eben 10% aus. Jetzt hätte ich eine Füllstandsanzeige realisiert, indem ich einfach die Betriebsart von meinem Device geändert habe, über das Device-Tool. Und das könnte ich eben nicht machen, wenn ich es wie zuerst gezeigt eben nur über diese einfache Projektierung mache, dass ich einfach sage, verwende das Gerät so, wie es ist, dann wäre es eben mit diesem Autoscale-Modus. Und wenn ich, sobald ich was ändern möchte, müsste ich eben über die entsprechende IoD die Datei mit einem Konfigurationstool von Siemens oder einem anderen Hersteller gehen. So, jetzt wollen wir noch den Baumer-Sensor zum Leben erwecken. Und zwar gehe ich hier wieder raus. Dann nehmen wir dann wieder das. Da haben wir es hier.
So, dann gehe ich wieder hier auf mein Gerät. Diesmal nehmen wir den Sensor der Firma Baumer. Wir sehen hier schon wieder ein paar Grundinformationen, dann hier die Parameter. Und bei den Parametern sieht man hier oben auch, dass ich hier Tasten habe, mit denen ich Aktionen auslösen kann. Zum Beispiel eben, dass ich den Teach Point, also den Entfernungswert festlegen kann. Der Sensor, der ist hier an der Seite angebracht und der hat die Möglichkeit eben zwischen, glaube ich, 40, also 4 cm und 40 cm eben Abstand zu messen. Ich sage eben, wo soll das Objekt sein, weil wenn jetzt zum Beispiel da hinten eine Wand ist, dann möchte ich die ja nicht ständig als Objekt erkannt haben. Ich sage, hier ist die Wand und wenn dann irgendwas durchfährt, das soll nur erkannt werden in einem Abstand ab 20 cm oder bis 20 cm zum Beispiel. Und das kann ich hier einlernen, indem ich jetzt zum Beispiel hier ein Objekt mal reinstelle irgendwo. Und man kann auch sehen, der Grundwert, der ist eben jetzt hier eingestellt mit 47 cm, das ist das Maximum. Und ich könnte jetzt aber sagen, teach mal den Sensor hier, teach Setpoint 1. Dann klicke ich da drauf. Dann macht er das. Und jetzt müsste ich hier den Wert noch hochladen aus dem Gerät, was er jetzt hat. Jetzt lädt er eben die Daten, die er jetzt unten hat, hoch und dann müsste er hier um die 20 cm vielleicht anzeigen. Genau, jetzt sind wir bei, ups, Switchpoint, hier, jetzt sieht man hier, jetzt habe ich eingelernt den Wert, der hier, wo die Kiste stand, jetzt bin ich bei 25 cm. Und alles, was über 25 cm ist, erkennt er nicht mehr und was unter 25 cm ist, das erkennt er. Das habe ich jetzt hier über dieses Interface hier gemacht. Ich könnte natürlich den Wert auch vorgeben. Ich könnte einfach sagen, ich möchte einfach, weil ich weiß, ich möchte 170 mm eingeben. Dann zeigt er mir, wie schon vorher auch hier an, dass ich den Wert geändert habe. Ich könnte hier auch noch so einen Schwellwert festlegen, ab wann ein Fehler gemeldet wird, wenn der zu tief ist. Ich könnte sagen, nö, ich möchte nicht 100, sondern ich möchte zum Beispiel 400 haben. Dann wird das hier auch angezeigt. Und die ganzen Parameter, die ich jetzt ändere, die kann ich wieder in einem Mal nach unten laden. Also laden wir das wieder runter. Genau. Was man hier auch noch sieht, man sieht eben da in dem IoTD-File wird auch angegeben, wie die Pin-Belegung der einzelnen Schnittstellen ist. Auch das kann ich hier sehen und so weiter. Ich kann auch online beobachten. Also ich kann ja auch online gehen. Und zwar jetzt gerade bei dem Sensor hier. Ja, bei dem hier. Ich gehe jetzt mal online. Dann werden die ganzen Daten hier rausgelesen, die das Gerät hat. Ich sehe die Parameter. Ich sehe zum Beispiel auch wieder die 170 mm, die ich jetzt eingestellt habe. Die sind hier natürlich drin. Und ich sehe hier den Qualitätswert, wo ich vorher die Schnittstelle, den Schwellwert auf 400 gelegt habe. Momentan ist er bei 7332 und der ändert sich jetzt. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier irgendetwas, na, ich habe es jetzt nicht mitgenommen, so eine Klarsichtfolie doch, zum Beispiel die hier da reinhalten würde, dann würde der Wert runter, ist auf 2000 runtergegangen, wenn ich die wieder wegnehme, 7000. Und auf diese Weise kann man zum Beispiel, indem man den Schwellwert richtig setzt, zum Beispiel eine Verschmutzung des Sensors feststellen. Das heißt, das Objekt wird immer noch erkannt, das funktioniert noch, aber eben der Lichtwert wird geringer. Und dann kann ich sagen, ab einem bestimmten Wert schalte ich mir meine Leuchtmelder hier ein, dann weiß man, man muss nochmal anfangen, den Sensor zu putzen, bevor irgendwann sagt, kein Objekt, obwohl noch eines da ist. Und das ist halt der große Vorteil von IO-Link, dass man solche Dinge sehr einfach projektieren kann. So, und eben Sie sehen auch dieser einfache Sensor, der hat noch eine ganze Menge Parameter hier, die ich alle nach Wunsch einstellen könnte, wenn ich glaube, dass es einen Vorteil bringt. So, dann gehe mal wieder raus. Runtergeladen habe ich es schon. Glaube ich zumindest. Sonst machen wir es nochmal zur Sicherheit. Man kann hier eben auch also alle gleichzeitig laden, indem ich den Master eben hier auswähle. Dann lädt er den Master plus die entsprechenden Devices. Dauert ein bisschen länger.
Okay, das habe ich noch vergessen, hier bei der Leuchtsäule wieder den Normalmodus einzustellen. Signalsäulenmodus, mache ich es noch schnell runter. Und auch hier habe ich jetzt wieder eine kleine. Ja, trennen wir noch. Ja. In der Beobachtungstabelle. Und ich habe ein kleines Programm geschrieben, dass im Prinzip jetzt das Objekt auch an der Leuchtsäule angezeigt werden soll. Das sind nur zwei Zeilen Code. Und wenn das jetzt funktioniert, dann sollte eigentlich. Ja, die machen wir alle auf. Ja. So, jetzt halten wir mal da etwas davor. Genau. Also sobald ich jetzt hier, jetzt wird zum Beispiel die Qualität ist jetzt zu gering, das heißt der Wert ist unter die 400 gefallen, dann geht mir da oben die rote Meldeanzeige an. Und wenn ich jetzt hier ein Objekt reinschiebe und das eben entsprechend auf diese 17 cm bringe hier, da sind 17 cm, dann erkennt er das Objekt. Wenn ich weiter weg bin, erkennt er es nicht, aber eben ist immer noch genug Licht da, dass nicht die Fehlermeldung angeht. Und wenn ich immer weiter weggehe, irgendwann mal ist nicht mehr genug Licht da, dann sagt er, jetzt habe ich hier ein Problem. So, und dann kommen wir auch schon zum Abschluss. Das heißt, das war jetzt die, Sie sehen es auch, genau, das war jetzt die vollständige Projektierung. Das heißt, ich muss am Anfang einmal den IO-Link Master projektieren, ich muss dann jedes einzelne Device projektieren, kann die Parameter ändern, muss es runterschreiben, die Informationen werden auf den IO-Link Devices, auf dem Master abgespeichert. Ich kann festlegen, wie entsprechend das Verhalten ist, wenn ich ein Device tausche, ob eben die Parameter automatisch auf das neue, leere Device geladen werden und so weiter. Das kann ich alles so einstellen, wie ich das möchte. Und am Schluss haben wir noch die lokale Parametrierung, die zeige ich jetzt nicht live, ist im Prinzip genau das Gleiche. Hier würde ich jetzt ein entsprechendes Tool nehmen, zum Beispiel es gibt solche Programmiergeräte mit einer USB-Schnittstelle, das hänge ich an den PC, auf dem PC läuft die entsprechende Konfigurationssoftware, entsprechend von Siemens oder vom anderen Hersteller. Und jetzt stelle ich einfach nur die ganzen Parameter ein, ohne eine Automatisierungsanlage in der Nähe zu haben. Ich kann das Device parametrieren und kann es jetzt irgendwo an einen Master dranhängen, so wie ich es zuerst gezeigt habe mit der Basisprojektierung, ohne dass ich jetzt die Parameter vor Ort einstellen kann. Das heißt, ich als Hersteller kann zum Beispiel Ersatzteile vorbereiten, die schon mal projektieren und schicke sie jemandem zu, der hängt sie einfach dran und der kann gar nicht mehr an den Parametern rumschrauben oder muss es gar nicht mehr machen. Andere Alternative ist natürlich, es wird automatisch durch die Steuerung projektiert. Eben je nach Anwendungsfall gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Aber dann wird einfach das Device programmiert, projektiert, Parameter bleiben darauf gespeichert und sobald ich es irgendwo dranhänge, verhält sich es eben so, wie die Einstellungen gemacht wurden. Das heißt, die drei Varianten, Basisprojektierung geht besonders schnell. Ich kann eben die entsprechenden Parameter gar nicht ändern. Ich übernehme das Device so, wie es aus der Schachtel kommt oder wie ich es zuvor mal über eine lokale Device-Projektierung eingestellt habe. Und die vollständige Projektierung, die eröffnet alle Möglichkeiten, indem ich eben wirklich jede Parameter über mein Projektierungstool einstellen kann und eben das Verhalten des Aktorsensors so einstelle, wie ich möchte. Das war die Live-Demo. Ich hoffe, Sie haben was gesehen, was Sie vielleicht noch nicht vorher gewusst haben. Ich denke, heute geht es ja immer um das Gleiche und die Themen wurden wiederholt behandelt, aber eben, ich denke, ist auch gar nicht schlecht, wenn man mal sieht, wie es in der Praxis dann funktioniert. Sind noch Fragen?